Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Die Worte Jesu aus Matthäus 26 gehören für mich zu den berührendsten Worten im ganzen Neuen Testament. Und sie haben ganz viel zu tun mit der Faszination, die ich für den christlichen Glauben empfinde. Sie stammen aus einer Szene, an die wir am morgigen grünen Donnerstag ganz besonders denken. Jesus zieht sich nach der Feier des Abendmahls mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane zurück. Er weiß innerlich, was ihn erwartet. Und er hat Angst. Er will nicht sterben. Er zieht sich zurück zum Gebet und bittet seine Jünger, ihm beizustehen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Aber sie schlafen ein, wo er ihre Unterstützung doch so gebraucht hätte. Ich finde es eine sehr berührende Geschichte. Derjenige, den wir Gottes Sohn nennen, in dem Gott auf Erden sichtbar geworden ist, zeigt sich in seiner ganzen menschlichen Verletzlichkeit. Was wir an Weihnachten gefeiert haben, wird wirklich wahr. Gott ist Mensch geworden, ist ganz nah bei uns, an unserer Seite. Gerade da, wo wir verletzlich sind, ist kein Gott, der irgendwo da draußen sitzt und uns zuschaut, sondern ein Gott, der mit uns geht, wenn wir wandern im finstern Tal. Ja, Gott ist da. Jetzt. Kein Gefühl der Verlorenheit, das wir in dieser kritischen Phase der Pandemie haben mögen, ist so abgründig, dass Gott uns nicht auch da noch halten könnte. Wenn wir jetzt sagen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, dann fühlt und spricht Jesus diesen Satz mit uns. Und wir spüren, Gott ist da. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.